Ahoi, was geht ab, Leute, Junge? Willkommen zu einem neuen Vlog. Das mit der Tür habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Nico, Inspiration für dich. Alter, ich muss hier erstmal aufräumen. Ich bin tot. Appetit gleich null. Normalerweise in der Früh oder vormittags checke ich immer so ab, was ich mittags essen will. Gehe auf Instagram, die ganzen anderen Foodblogger, poste mir ihre saftigen Sachen. Heute hatte ich so gar keinen Bock auf nichts, Mann. Appetit echt tot. Aber schau mal, was so passiert. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, das hilft dir so ein bisschen mit der Entscheidungsfindung. Ein bisschen aufgeräumt, Abwasch gemacht und so und nebenbei. Von Dr. Julian Horst, ihr wisst Bescheid, Barisch, sein Mentor, das neueste Video angeschaut, Coinbase IPO, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Falls euch sowas interessiert, schaut gerne im Livestream vorbei, möchte mehr auf solche Sachen reagieren und dann mit der Community durchgehen, besprechen solche Sachen. Auf jeden Fall schneide ich jetzt ein Video, den Vlog von gestern, den ihr heute seht, für euch gestern, ihr wisst, immer einen Tag verzögert und dann gehen wir was essen, Leute. Obwohl er es nicht verdient hat. Ja, Vlog fertig geschnitten. Gefällt mir, war ganz gut. Ich frage jetzt nur, was ich heute so mache, weil gestern das mit dem KFC hat schon die Hälfte des Videos ausgemacht und heute treffen wir uns nicht. Das heißt, wie fülle ich dieses Video? Wir werden sehen. Schaut mal, was ich gefunden habe. Ich war noch planlos, dachte mir, ich check einfach so mal die Gegend ab und vielleicht hole ich mir Falafel oder so. Selbst Falafel haben wir auch schon mal abgecheckt. Der ist immer richtig krass, krass Halloumi Fries. Aber das hat meine Aufmerksamkeit erregt. Gönn mal den. Hey, wenn die schon so viel Werbung für so viel Geld für Werbung ausgeben, dann muss es doch irgendwie funktionieren. Deswegen, mich haben sie gelockt. Schauen wir mal. Wie heißen die? Satt und glücklich, gleich um die Ecke. Hessstraße 37, 100 Meter entfernt. Ich konnte den anderen Laden nicht finden. Also ich habe mich hier kurz mal umgeschaut. Da habe ich den Laden hier entdeckt. Spontan nochmal umentschieden. Aber sah ganz gut aus. Bisschen die Vietnamesen unterstützen. 24 Soul Kitchen. Wisst ihr, was leidend ist, Leute? Ein Ort zu finden, wo man essen kann. Also rein theoretisch hätte ich auch gleich nach Hause fahren können, aber ich habe Hunger. Das ist meine erste Mahlzeit heute. Dieser Moment, wenn man den Knoten nicht aufbekommt und einfach ist komplett aufreißt. Wer kennt's nicht? Yes, please. Oh, okay. Alter, ist die fett, Mann. Fällt euch irgendwas auf, Leute? Da fehlt die Gabel. Also das gönne ich mir jetzt, weil ich habe echt Hunger. Aber das muss wieder zugemacht werden. Und zu Hause gegessen werden. Na egal, zu Hause habe ich noch was. Die Abstimmung, DeFi, Cake, der Burn. Nicht Cake. Doch, ja doch Cake. DeFi, Cake, Burn, dies, das. Abstimmung über Cake. Möglicherweise, dass die 1 Million Euro... oder Dollar Entscheidung, sag mal ja Dollar, weil der Preis, den wir uns vorgestellt hatten, war doch ein bisschen optimistisch, also vielleicht, ja, schauen wir mal, mehr dazu zu Hause. Mann, ich hab die Sommerbörn doch nicht gegessen, weil wie heißt das auf Deutsch? Nück Mam? Sojasauce gefehlt hat. Eigentlich ist Nück Mam Fischsoße, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt gönnen wir uns. Also die waren echt gut. Fresh. Mit Mango. Sehr zu empfehlen.
Jetzt kommt das Saftige. Eine Rice Bowl. Soll ich das einfach hier drüber schütten? Oder wird das dann zu voll? Oh mein Gott, ich mache es einfach. Oh yes. Ganze Soße rauskratzen, Leute. Soße zu wertvoll, zu saftig. Stabil. Chomps Lichter sind abgefallen. Ich versuche sie wieder dran zu machen. Wheel of Steel, ihr wisst Bescheid. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Game Show findet. Und ob ihr die schon mal live mit angeschaut habt. Ansonsten die Highlights, also eigentlich die gesamte Show wird auf dem Zweitkanal, dem Richtig Leiden Kanal, hochgeladen. Falls ihr das sehen wollt, schaut gerne vorbei. So. Das Video leuchtet nicht, weil ich da was anderes angesteckt habe. Und apropos. Ich habe ein Paket bekommen, ich habe nämlich diese Steckdose noch ein paar Mal bestellt. Weil ich fand die so geil, wie die sich so drehen kann mit dem hier und mit den zwei USB-Dingern. Ah, Chancenlicht! Nein! Perfekt, gönn uns! Seht ihr was, Leute? Weiß nicht, ob ich jetzt extra dafür Screen Recorder anmachen muss, also den Screen aufnehmen. Das ist das große Voting, die große Entscheidung. Jeder, der DFI besitzt und die staked bei Cake, also entweder er staked sie selber in der Masternode oder er staked sie zum Beispiel bei Cake, so wie wir es machen. Der darf abstimmen. Die große Abstimmung, das wollte ich vorhin sagen. Name, Punkt, 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 Hans-Dieter, ihr wisst Bescheid. E-Mail-Adresse, die genaue Nummer, Anzahl an Coins, DFI, die ich stake. Das würdet ihr gerne wissen. Mehr demnächst in dem Portfolio-Update. Username. Und jetzt hier, das ist das Wichtige. Vorschlag Nummer 7. Destruction of all of DeFi Chain Foundation owned DFE. AKA the Burn. Approve. Und wenn das durchkommt, ja, wird der Preis hoffentlich steigen. Und wir haben eine gute Entscheidung gemacht. Und dann seht ihr natürlich, was abgeht. Falls ihr immer Fragen habt diesbezüglich, ich habe auch in dem letzten Video jetzt, also in dem Vlog von gestern, gerade einen Kommentar bekommen. Ich habe es versucht zu beantworten, aber das war 4-5 Fragen und in Textform ist es natürlich auch wieder ein Hin und Her, wo man es nicht genau gut erklären kann. Dann fragt er wieder was und dann bildet sich so ein Thread da unten in den Kommentaren. Deswegen sage ich immer, schaut einfach in den Livestream vorbei, stellt eure Frage, dann kann ich genauer drauf eingehen und für die anderen ist es wahrscheinlich auch interessant. Und ja, Updates werden folgen, aber das ist das Große. Die große Abstimmung. Wir hatten ja letztens ein Video gemacht mit der 1 Million Euro Entscheidung. Und das ist es. Wenn das durchkommt und alles dann steigt, hoffentlich, weiß man natürlich nicht. Bleibt gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Nee, ich muss das ändern. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Das war's. Mehr müsst ihr uns gar nicht folgen. YouTube, Instagram, Twitch. Das war's. Schaut euch Krypto an, Bitcoin. Vor allem DeFi, Cashflow, passives monatliches Einkommen und das war's von mir.